Herzlich willkommen zurück zu einem schönen Nachmittag am 16. Dezember. Heute ein ernsteres Thema. Wir haben alle Insekten gefangen. Das Weit-Weg-Museum. Wunderbar. Sehr geehrter Robin, herzlichen Glückwunsch. Du hast sämtliche Insekten in der Faunapedie-App registriert. Um diese Errungenschaft zu feiern, erhältst du hiermit die Anleitung für einen Goldcacher. Uff. Und wir haben noch eine Musik bestellt, die haben wir jetzt auch bekommen. Und die habe ich von Yoshi bekommen, Ehre. Ja. Was hat uns noch gefehlt? Uns hat der Mistkäfer gefehlt. Der hier fleißig Dreck rollt. Dann hat uns noch der Hummer gefehlt, nachdem wir jetzt tauchen. Den gibt es jetzt im Dezember. Und dann wollte ich euch noch kurz die Kammuschel zeigen. Die hat nämlich eine spezielle Animation. Wenn man das Licht an- und ausmacht. Hallo? Dann bewegt sie sich einmal im Kreis. Wunderbar. Schön, oder? Zudem können wir jetzt wieder Schneemänner bauen. Ich habe bisher nur einen perfekten hinbekommen. Die Frage ist, wo ist denn da die zweite Kugel? Was ein sneaky Schneeball. Und ich glaube, wir müssen den Kopf ein bisschen kleiner machen. Ich baue die immer zu geradlinig irgendwie. Wir müssen da so einen Mini-Schneemann draus machen. Keine Ahnung. Hier irgendwie noch ein bisschen größer. So irgendwie. Jetzt ist er schon fast zu groß. Hier runter irgendwie. Nein. Oh, Schubert ist da. So? Nee, es passt wieder nicht. Ach, so nah an Perfektion. Aber du Noob hast schon wieder verkackt. Das war dann wohl der vierte, den du verkackt hast, du Lusche. Oh, Mann. Schade. Schade, schade, schade. Genau. Die Mistkäfer. Findet ihr an so Schneebällen? Ihr müsst einfach ein bisschen hin und her laufen. Ihr dürft den Schneemann einfach nicht so schnell. Also wenn ihr mal eine längere Spielsession habt, dann baut den Schneemann später. Also nicht am Anfang, sondern irgendwann später und irgendwann spawnen dann auch die Schnee oder die Mistkäfer. Okay, du bist schnell. Du interessierst mich dann noch jetzt ein bisschen. Ja, komm mal. Zack. Was haben wir hier? Wir haben noch ein Geschenk von gestern. Ein Goldcacher. Ah, das war das von vorhin. Wie sieht denn der aus? Ich hatte noch nie einen Goldcacher. Doch in Wild World, aber seitdem keinen mehr. Seitdem absolut keinen mehr. Oh, ist das der Deko-Türkranz? Der sieht ja übelst geil aus. Holy sheesh. Ich wandere, okay, schön. Und hier haben wir ein Tannenbäumchen. Ist es das Weihnachtsbäumchen? Das würde ich gern machen. Komm, sei es Tannenbäumchen. Nein. Nein. Komm schon. Wir haben mittlerweile so viel Anleitung. Ja, tatsächlich. Oh mein Gott. Was brauchen wir dafür? Rotschmuck, Holz und alles andere. Okay, wie bekommen wir Rotschmuck? Ich zeig's euch gleich. Es ist nämlich neu seit den letzten paar Tagen. Jetzt beginnt so die Weihnachtssaison. Und die Weihnachtsitems könnt ihr tatsächlich größtenteils nur über Ballons bekommen. Also da habt ihr gar keine andere Chance, die irgendwie über Flaschenpost oder sowas zu bekommen. Die könnt ihr nur über Ballons bekommen. Und wir hatten jetzt richtig Glück, dass wir da jetzt einen Weihnachtsbaum bekommen haben. Wir haben, by the way, wieder die 5 Sterne. Ich habe wieder ein bisschen dekoriert. Ich suche die Flaschenpost, aber ich finde sie nicht. Absolut kein Plan. Vielleicht irgendwo auf der linken Seite. Ah, und wir haben übrigens die Goldrose. Die kann man züchten, wenn man schwarze Rosen mit der Goldgießkanne gießt. Das war jetzt das erste Ergebnis davon, das positiv war.
Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zurück. Ist es jetzt so ein Tannenbäumchen? Es sieht, glaube ich, schon so aus wie so ein Tannenbäumchen. Da würde ich das gerne hier in die Mitte vom Festplatz stellen. Dann hätte ich jetzt aber trotzdem gerne mal die Anleitung. Das wäre doch was, oder? Nein? Weniger? Da vorne ist sie. Wunderbar. Die ist von Lora. Ein Pfirsichhut. Haben wir den schon? Den haben wir noch nicht. Okay, krass. Ich finde die Früchte-Outfits finde ich nicht gut. Keine Ahnung, ich werde mir den nicht warm. Genau, ihr müsst einfach hier so lang wie möglich am Baum schütteln. Ihr habt eine 80% Chance, dass nichts passiert. Für die Goldenen habt ihr eine 5% Chance, für die Roten absolut kein Plan. Für die Goldenen eine 2%, wenn mich nicht alles täuscht. Obwohl ich mehr Goldene als Blaue habe. Habe ich überhaupt blaue? Ich habe blaue. Ich brauche noch eine rote, komm schon. Ah, das müssen wir jetzt die ganze Zeit machen. Baumschüttel-Simulator 2020 hier am Start. Ja, komm, noch eine. Gönn. Danke. Ehrenmann. Auf jeden Fall. Ein Ehrenmann, wie er im Buche steht. So. Wunderbar. Dann gießen wir die wieder mit der Goldgießkanne. Wenn man die mit der normalen gießt und anschließend mit der Goldgießkanne, dann verbraucht man die Goldgießkanne nicht. Ich bin aber immer zu faul, die andere rauszuholen. Genau, Spielzeuge. Da habe ich das Ding hier gefunden. Ich wusste gar nicht, was ist das? Ist das ein Ofen? Das war auf jeden Fall bei dem Spielzeugteil. Flora gießt da einfach mal meine Blumen. Kein Wunder, habe ich die ganze Zeit zu viel Blumen. Oh, da ist nochmal so ein Haus. Das brauchen wir. Und ein Puzzle. Lol. Dann können wir die Kammuschel verkaufen. Wir können den Basketballkorb theoretisch verkaufen. Die Teppichmuscheln habe ich mal nur gefarmt, weil das Teil von der Mission ist. Ah, wir haben gar nicht so viel Schrott bei uns. Ich habe jetzt gedacht, wir haben mehr bei uns, was wir verkaufen können. 3000 Sterne ist okay. Ich muss euch noch was zeigen, was ich ein bisschen offscreen gemacht habe. Und zwar so ein kleines Village. Aber das zeige ich euch gleich. Man kann tatsächlich nur um die 30 Designs haben. Das nervt mich brutalst. Es ist halt echt nicht mehr feierbar. Das nervt doch einfach Nintendo. Warum beschränkt man die Designs so hart? Da kann man so viel mitmachen. Ah, verstehe ich nicht. Muss ich wahrscheinlich auch nicht verstehen. Ich habe hier so ein kleines Dorf hinten aufgebaut. Und das werde ich demnächst noch ausbauen. Mal gucken, was hier noch so dran gebaut und ausgebaut wird. Sehen wir dann. Hier würde ich dann nochmal gern so ein Puppenhaus platzieren. Und das komplett drehen. Aber anders, dass es irgendwie anders positioniert ist. So. Ne, warte mal. Andersrum können wir es nicht passieren. Schwierig. Wenn wir es so drehen, sind wir nicht bei der Straße. Dann machen wir das so. Es gibt die Häuser tatsächlich auch in Pink. Aber Pink, ein Pinkes habe ich noch nicht gesehen. Dann haben wir da unten unser kleines Dorf. Die Trucks wurden übrigens auch von Yoshi gespendet. Die gibt es für Happy Home Designer Zeug. Ah ne, es ist nicht Happy Home Designer Zeug, es ist Pocket Camp Zeugs. Ja. Absolut kein Plan, wie man das bekommt. Wahrscheinlich muss man einfach Pocket Camp irgendwie verknüpfen. Kein Plan. Man kann das Zeug auch nicht anpassen, by the way. Was ich echt schade finde. So, machen wir heute einen kompletten Insektenmuseumsrundgang. Oh mein Gott, ich freue mich so drauf. Wie darf ich ihnen dienen? Ja, komm. Gönn. Hier, Mistkäfer und den Hummel. Boah, voll cool und so.
Welch Qual, welch Qual! Dieses Wechselbad der Gefühle, Kuratorenstolz und Insektenekel in gleichen Maßen. Doch nein, die wissenschaftliche Seite soll obsiegen. Eine komplette Krabbler-Kollektion ist eben grandios. Wenn es mir auch den Magen rührt, so ist eine komplette Käfersammlung doch etwas Gutes. So sehr es mich auch schaudert, danke für die vielen famosen Insekten, Robin. Jo, kein Ding. Die gucken wir uns jetzt an. Wie wir das mit den Gemälden machen, kein Plan. Werden wir dann früher oder später sehen. Gucken wir uns also das komplette Museum an. Wo fangen wir an? Ich glaube, hier kommen wir dann nachher zurück, genau. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Was ist das rechts für Viecher? Das sind doch auch so Motten, oder? Also hier haben wir den Sackträger, die Wespen, den Goldmistkäfer, der erstaunlich oft vorkommt und extrem teuer ist. Oh, so Halbhohlbäume sind aber auch cool. Schade, dass ich die noch nie gesehen habe. Die finde ich ja richtig cool. Stellt euch mal vor, da wachsen so Ananas-Dinger dran oder so. Keine Ahnung. Die wachsen ja aus so Stielpflanzen, also eine Ananas. So total abgespaced. Der Blaurüsselkäfer, von dem habe ich schon mal erzählt. Dann der Goldskarabäus, extrem selten. Ich war stolz, wo ich den gefangen habe. Am 10. Juli nachts, wenn mich hier alles täuscht. Und hier haben wir dann die Spinne, die wir mal komplett random am Anfang gefunden haben. Ja, okay. Und das war's hier. Das sieht mir ein bisschen zu leer aus. Ich glaube, da kommt früher oder später nochmal was. Weil eine Spinne an dem großen Baum... Obwohl, hier sind nachts auch die Goliath-Käfer und so, die kämpfen ja. Aber zu der Tageszeit kann man es vergessen. Hier haben wir den Atlas-Spinner, den Allotopus rosenbergi und das war's eigentlich. Hier haben wir noch den japanischen Schillerfalter, der hier rumzappelt. Hier haben wir den Japan-Rosenkäfer, das ist der grüne, und den Nashornkäfer. Japan-Schillerfalter heißt er. Ist cool, wie das Vieh rumsegelt. Dann haben wir hier den Sägezahn-Hirschkäfer, den Hirschkäfer, das war's eigentlich. Für den Baum, krass. Den Prachtkäfer, den Alpenbock, den Fichtenbock, die könnt ihr fangen, wenn sie auf Bäumen sind. Den Riesenhirschkäfer fand ich auch recht selten in dem Teil. Habe ich fast nicht gesehen, aber es gibt halt ab und zu so Tiere, die man kaum findet. Dann die Gesichtswanze, wo auch immer die gerade ist. Ich sehe sie nicht. Ah, da hinten. Dann die Honigbiene könnt ihr random im Frühling fangen. Den Sandlaufkäfer, der läuft, glaube ich, ganz jahres... Oder der läuft im ganzen Jahr rum. Meistens auf jeden Fall. Die Gottesanbeterin, Stinkwanze und den Prachthirschkäfer gibt es allesamt im Sommer. Oh, guckt euch mal die Fische da unten an. Oh, das ist so cool. Hier haben wir noch den Leuchtkäfer, den gibt es nur im Juni. Deswegen ein sehr kritischer Part hier beim Museum. Ich glaube, den haben viele nicht, die nicht timeskippen. Weil die gibt es halt echt nur im Juni. Ist halt schon, das kann man leicht übersehen, keine Ahnung. Dann haben wir hier den Geigenkäfer, den Elefantenkäfer, den Goliathkäfer. Ich glaube, der Geigenkäfer ist auch neu. Da habe ich in New Leaf auch nicht gesehen. Den Atlasspinner, den Herkuleskäfer. Den Giraffenhirschkäfer, der ist auf jeden Fall auch neu. Und den Zyklomantus. Den haben sie komplett verändert vom Design her. Da oben ist noch ein Kaiserfalter oder Himmelsfalter, wie er in dem Spiel heißt. Dann haben wir hier die ganzen Libellen. Die Quelljungfer, die Wasserjungfer, die Feuerlibelle und die Königslibelle. Das sind so die ganzen Libellen. Gut, gehen wir weiter in den Untergrund oder so. Hier haben wir die Ligia Exotica, die immer auf den Stein oder auf den Schieferfelsen rumchillt. Dann haben wir den Einsiedlerkrebs und das war's eigentlich für das Aquarium oder für das Terrarium hier. Eigentlich sollte das hier. Ist das ein Aquaterrarium? Ja, da ist Wasser drin. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass da Wasser drin ist. Weil Einsiedlerkrebse haben das ja gern mit dem Aquaterrarium-Zeugs. Für die braucht man tatsächlich auch beides. Also, wenn man die halten will, braucht man Süß- und Salzwasser. Einsiedlerkrebse sind so süße Tiere. Oh mein Gott, da könnte ich auch ein Lied drüber singen. Dann haben wir hier die Fliege. Ich weiß nicht, wo ist denn hier das Schild?
Hier haben wir erstmal die Mücke. Könnte von mir aus aussterben. Es sind einfach fliegende Spritzen. Dann haben wir hier die Flöhe. Hauptüberträger der Pest. Die sind in Real Life zum Glück nicht so groß. Die sind so ekelhaft. Die weiße Baumnymphe. Warum die hier ist, keine Ahnung. Und die Fliege neben dran DNA. Ja, kann man mal machen. Ist eine typische Hausfliege. Kriegt man durch Rüben. Die schwirren nachts rum. Die kriegt man auf Bewohnern. Die Baumnymphe, ich weiß nicht. Wer die nicht findet, ist eh komplett lost. Dem kann ich jetzt eh nicht mehr weiterhelfen. Dann haben wir die Heuschrecke. Das sind alles so Sommertiere. Die Wanderheuschrecke, die Nasenschrecke, die Ameise, die ihr auch an Rüben finden könnt. Aber ihr müsst sie auf dem Gras liegen haben. Ganz wichtig, habe ich nicht kapiert. Dann haben wir hier noch eine Zirkadenlarvenhaut, wenn mich nicht alles täuscht. Und hier habt ihr so eine kleine Ameisenstraße. Das ist so cool hier. Und hier ist der Grashüpfer, die Grille, die Singgrille. Die ist ein bisschen dunkler tatsächlich. Krass, ist mir noch nie aufgefallen. Die Maulwurfsgrille. Jo. Dann haben wir... Oh mein Gott. Dann haben wir hier den Mistkäfer und den Skorpion. Der Skorpion ist tagsüber nicht draußen. Aber der Mistkäfer rollt hier fleißig seine Dreckkugel gegen die Glasscheibe. Sieht ein bisschen verbuggt aus, aber ist okay. Es sieht halt echt verbuggt aus. Hat er eine vorgegebene Route? Anscheinend nicht. Nee, sieht nicht danach aus. Uff. Dann haben wir die Vogelspinne, die ist alleine tatsächlich. Früher war es ja immer so, dass der Skorpion und die Vogelspinne in einem Käfig waren und die gekämpft haben. Heute sind es die Herkuleskäfer und so. Dann haben wir die Stabheuschrecke. Ich finde so Tiere finde ich komisch, weil sie einfach aussehen wie ihre Umgebung. Und das Phyllium oder die Blattschrecke. Stellt euch mal vor, ihr nehmt so ein Blatt in die Hand und auf einmal krabbelt es so euren Arm hoch. Dann haben wir hier die Orchideenmantis, die komischerweise auch alleine in einem Käfig ist. Ich meine, warum? Da hätte man doch jetzt auch einen Falter noch reinsetzen können, wie hier die Motte oder so. Hier haben wir so nachtaktive Tierchen, die Kugelassel, den Hundertfüßer und die Motte. Motte findet man bei Licht, Kugelassel und Hundertfüßer findet man unter Stein. Die Blütenmantis findet man, by the way, auf rosanen Blumen oder weißen Blumen auch. Also auf helleren Blumen, sagen wir einfach auf helleren Blumen. Dann haben wir hier den Regenbogenfalter, den Monarchfalter, den Treudes Prokianer. Und wir haben ein Pferd, wunderbar. Den Ritterfalter, der uns extrem viel Geld am Anfang beschert hat. Den Schwalbenschwanz, den Vogelfalter. Den Kohlweißling, den Zitronenfalter, den Himmelsfalter. Den Kolibrifalter, den Agriasfalter und den Marienkäfer. Sowie die Schnecke. Ja, das ist das ganze Schmetterlinghaus. Ich finde die Idee dahinter richtig gut. So sieht es aus, wenn es komplett ist. Wir haben jeden Topf mit einer Blume gefüllt, außer hier. Ich habe die Befürchtung, da kommt noch was, aber ich weiß nicht, was. Was soll denn da noch reingepatcht werden? Weil es gibt so ein paar Stellen, wo man sich so denkt, hä, da fehlt noch was. Das kann doch noch nicht alles sein. Hier haben wir noch den Schwimmkäfer am 1. Mai und dann haben wir noch den Aprilwitz von Riesenwanze. So wie den Wasserläufer, den wir auch am 1. Mai gefangen haben. Cool, das waren alle Insekten, die es aktuell gibt. Eben, ich habe die Hoffnung, da kommt noch was. Vielleicht erwarte ich zu viel von Nintendo. Bei den Meerestieren habe ich schon gecallt, was irgendwie ausgebaut werden könnte und wo was kommen könnte. Vielleicht haben wir jetzt auch hier ein bisschen Glück. Aber ja, ich habe ja auch keine hundertprozentige Trefferquote. So. Genau. Dann würde ich weitermachen mit dem Weihnachtsbaum. Und würde tatsächlich ein paar mehr craften, auch für den Markt, dass wir da ein bisschen ausgesorgt haben. Ich wandere. Oh mein Gott, nein. Nein, nein, nein. Wunderbar. Dann gucken wir gerade noch hier im Laden. Fido nimmt hier seine Stöcke mit.
Isabelle am Abstauben. Und wow, wir haben mal 2 Tage in Folge, das ist ja richtig krass. Wir müssen was kaufen, besser gesagt, ich muss was kaufen. Kein Dreirad, auch keine Switch. Seefahrerlied 2001. Ist das was Besonderes? Ich weiß es nicht. Ja, das andere Zeug haben wir schon. Gut, dann gehen wir zurück Richtung Haus und basteln mal ein paar Weihnachtsbäume, würde ich sagen. Oder immerhin mal einen. Wie viel dann später effizient oder ja, wie viel dann später draus werden, sehen wir dann noch. Zack, keine Ahnung. Was können wir hier machen? Was brauchen wir? Normales Holz? Warum haben wir so wenig normales Holz? LOL. Wie viel brauchen wir? 5? Wow, absolut kein Plan. Ich versuche jetzt übrigens jeden Tag 20 Äxte kaputt zu machen an einem Baum. Damit wir... Habe ich noch eine Axt dabei, tatsächlich? Am besten Wackeläxte, damit wir die Goldaxt bekommen. Wunderbar, ging schneller als erwartet. Ich habe zudem hier ein bisschen die roten Rosen weggemacht, aber das kann ich ja gleich noch zeigen. Ich habe ziemlich viel offscreen gemacht dieses Mal. Ich war ein bisschen produktiv, ich bin ein bisschen stolz auf mich. Bin ich gar nicht gewohnt von mir. So... Oh, die Insel gefällt mir so gut. Mittlerweile bin ich an einem Punkt angekommen, wo sie mir selber ein bisschen gefällt. Wo man sich halt so heimisch fühlt. Es ist nicht zu eng, es ist nicht zu breit, es ist einfach so, okay, zum Spielen. Und es soll das Spiel ja sein. Ich finde so Dörfer ein bisschen komisch, wo man nicht mal mehr einen Fluss erreichen kann, weil alles so zugeballert ist. Ich weiß, jeder hat einen anderen Stil, meiner ist es aber leider nicht. Tannenbäumchen. Oh, das ist aber echt ein kleines Tannenbäumchen. Ich habe gedacht, du bist ein bisschen größer. Als ob er mit einer Münze jongliert. Lol. Okay, da läuft man überall gleich krüppelig drum. Belassen wir es mal dabei. Das sieht doch gut aus. Ich hätte gern ein größeres Tannenbäumchen, aber ist okay. Reicht für einen Anfang. Sieht auf jeden Fall schon weihnachtlich aus. So, ich hätte gern Schuhe. Und zwar keine Prinzessinnen-Schuhe. Auch keine Samurai-Stiefel. Dämonenflügelpaar. Lol, fängt das jetzt hier an wie in Fortnite? Tracking-Rucksack. Oh, der würde zu mir passen. Sowas liebe ich. Ich bin ja Also, keine Ahnung, ich würde gerne mal wieder backpacken, aber wegen Corona ist es null möglich. So einen habe ich, so einen hat mir meine Freundin geschenkt zu Weihnachten letztes... Zu meinem Geburtstag. Nicht mal zu Weihnachten. Zu meinem Geburtstag dieses Jahr. Das Jahr ist noch nicht vorbei. Und... Ich fühle die Dinger übel. Sie haben so viel Stauraum. Es ist unglaublich. So, dann haben wir hier noch eine Abendhandtasche. Oh mein Gott. Die sieht süß aus. Aber leider bin ich keine Frau. Denk mir so oft. Warum bin ich keine Frau? Es wird mir safe stehen. Das kommt wahrscheinlich jetzt cringe rüber, aber ja. Keine Ahnung. Wer denkt es als Mann schon nicht? Okay, wir machen den Schneemannhut mal weg. Dann sehen wir mal wieder ordentlich aus. Oh, das passt echt. Also ich würde es auch in Real Life anziehen. Die Dämonenflügelpaare sehen halt auch lustig aus. Dann können wir halt ein bisschen... Oh mein Gott. Die gefallen mir. Aber da brauche ich noch ein Outfit für. Machen wir einen auf Santa Claus.
So, was gibt's noch zu tun? Genau, ich wollte euch zeigen, wo ich den Bienenstock hingemacht habe. Hier habe ich noch so ein paar Geschenke hingestellt eben. Viele Blumen haben sich nicht mehr vermehrt. Genau, und hier habe ich den Bienenkasten hingestellt. Ja, ne? Viel ist nicht mehr passiert auf der Insel. Keine Ahnung, hinten halt das Dorf, das hat extrem viel Zeit gekostet. Ich würde gerne noch ein bisschen Zeug umsortieren, vor allem ein paar Blumen. Da finde ich, müssen auf jeden Fall ein paar umpositioniert werden. Das können wir jetzt so am Ende vom Part machen. Ich finde, heute war wieder ein einigermaßen produktiver Part. Es geht schlimmer. Es geht schlimmer. Ah, ich hab mir den Goldcache immer noch nicht angeguckt. Das war das Tannenbäumchen. Ja, come on. Das ist der Goldcache. Wunderbar. Dafür brauchen wir ein Golderz. Eher weniger. Normaler reicht auch. Die zerbrechen ja auch die Gold-Items. Deswegen bin ich da kein Fan von. Ja, das sollten alle reichen. Und ich würde gerne die Stiefmütterchen woanders platzieren, wo ich sie öfters sehe, weil das sind so schöne Blumen. Die erinnern mich so an Frühling und an die Zeit mit meiner Großmutter. Es ist unglaublich. Meine Oma, oder ja, einfach mal ein bisschen privat so, meine Oma ist zum Glück noch am Leben, weise Frau. Die bedeutet mir so unglaublich viel. Mit der habe ich früher Blumen gekauft im Blumenladen und alles Mögliche. Es ist, die hat mir alles Mögliche erklärt, hat zu mir gesagt, yo, das ist eine Krokus, das ist giftig und so. Und dann ich so, okay, dann esse ich das Zeug halt nicht. So ist es damals ungefähr abgelaufen. Ich hoffe, ihr könnt es euch jetzt bildlich vorstellen. Oder so Fingerhut oder so. Ich vermisse die Zeit ein bisschen. Genießt die Zeit, die ihr mit eurer Oma oder so habt. Solange ihr sie noch habt. Man weiß ja nie, was passiert. Es kann jederzeit was passieren. Aber die Chance steigt ja Tag für Tag tatsächlich. So. Vor allem jetzt zu Corona-Zeiten. Deswegen verstehe ich die Demonstration zum Beispiel auch nicht. Weil ich glaube, den Leuten ist es einfach nicht bewusst, dass sie Leben auf dem Gewissen haben könnten. Durch ihre Querdenkerei. Und das ist das, was mir bei den Corona-Demonstrationen und so auf den Sack geht. Gebe ich auch jetzt ganz ehrlich zu. Ich arbeite ja selber in der Pharma. Ich mache das nicht nur wegen dem Geld. Ich mache es, um Leuten zu helfen. Und ich finde es sehr grenzwertig, was teilweise passiert. Oder was teilweise geduldet wird. So, dann machen wir es am besten so. Ich glaube, dann ist unsere Chance am höchsten. Aber die Goldrose sieht halt schon lit aus. Total unrealistisch, aber trotzdem gut. Ich hatte noch nie eine Goldrose, fällt mir gerade auf. Das ist meine allererste. Die gehört eigentlich in eine Vitrine. War da was am Himmel? Nee. Wir hätten auch einen Tannenbaum pflanzen können. Oder einen mit Schmuck versetzen können. So, dass der halt auf dem Festivalplatz ist. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, so reicht der. Oh, jetzt kommt noch mein Geschenk. Wo ist es denn? Da. Ah, ein bisschen zu weit weg. Ist wahrscheinlich eh nur Geld. Ist ein goldener Ballon. Jo.
Oh, wir haben noch ein Stiefmütterchen. Ja, ich würde mal sagen, das war's dann für heute. Platzieren wir hier noch die Stiefmütterchen. Dann wird es hier so ein... So, oder Veilchen. Bei uns in der Gegend heißt es Stiefmütterchen. Ich weiß auch nicht warum. Frag mich nicht so komisches Zeug. Dann wird es hier so unser Veilchen-Eck. Hier oben auch. Dann kommen die Rosen mal ein bisschen raus aus der Insel. Und wir pflanzen hier ganz viele verschiedene Veilchen. Dann wird es hier so eine Veilchengasse oder so. Ja, das wird super. Okay, ich will mich bedanken fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bleibt gesund zu der Jahreszeit. Haltet euch an die Corona-Regeln. Wegen dem Impfen, da kommen wir vielleicht im nächsten Part nochmal drüber. Oder reden vielleicht im nächsten Part nochmal drüber. Das ist wieder eine ganz andere Story. Ich will mich bedanken fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, blast mir in den Schuh. Mir wurde in letzter Zeit ziemlich oft in den Schuh geblasen, tatsächlich. Tschüss und bis bald.